Lieber Jochen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Videogespräch unter dem Titel Das Unsichtbare und das Sichtbare, eine Annäherung an die Wirklichkeit. Es soll heute um eine weitere Urpolarität gehen, der wir als Menschen permanent ausgesetzt sind, mit der wir umgehen müssen, die wir erforschen und durchdringen können und auch sollen. Das Unsichtbare und das Sichtbare sind zwei Pole eines lebendigen Zusammenhangs. Jochen, man kann deine philosophische Arbeit und philosophisches Denken überhaupt auch als groß angelegten Versuch werten, das Unsichtbare in den Fokus der Wahrnehmung und des Nachdenkens zu rücken, um das Sichtbare besser oder überhaupt zu verstehen und einordnen zu können und um der Wirklichkeit auf den Grund zu gehen. Natürlich im Rahmen dessen, was dem Menschen möglich ist, und das ist wesentlich mehr als der Mainstream von Religion, Philosophie, Psychologie und Naturwissenschaften behauptet. Dein Beitrag zum Thema wird in besonderer Weise in deinem Buch Die Anderswelt deutlich, aus dem heute auch die eine oder andere Passage mit einfließen soll. Jochen, kannst du uns bitte in einer Einführung einen Überblick über unser heutiges Thema geben? Wenn man das Unsichtbare als geistige Welt versteht, also als eine Welt quasi jenseits der physisch-sinnlichen Welt, dann wirft das natürlich die Grundfrage überhaupt auf: Gibt es jenseits der physisch-sinnlichen Welt, dieser unserer physisch-sinnlichen Weltebene, eine andere Weltzone oder eine andere Weltebene, die hinter der Sinnenwelt steht, die vielleicht sogar deren Grundlage darstellt. Wenn man das bejaht, dann kann man interessante Fragen stellen. Man kann Zugänge eröffnen. Und man kommt in einen interessanten Raum, der auch ein Licht wirft auf die menschliche Existenz überhaupt. Und das hat mich immer interessiert, im Grunde seit von Kindesbeinen an, diese Frage des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Ich meine natürlich nicht das Unsichtbare jetzt hier im Sinne von im Prinzip unsichtbar, also etwa der Wind ist auch unsichtbar, sondern eine Unsichtbarkeit in einem noch tieferen Sinne, also ein Jenseits der von Sinnesorganen erfassbaren Welt. Und damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt, den ich versucht habe, in dem von dir angesprochenen Buch Die Anderswelt, eine Annäherung an die Wirklichkeit, zu ergründen. Und das interessiert mich in der Tat brennend. Und ich bin der Auffassung, dass es gute Indizien gibt dafür, dass es tatsächlich eine andere Welt hinter der physischen Welt gibt, obwohl sie sich natürlich mit letztgültiger Evidenz so nicht belegen lässt, zumal ja auch man ist da in einem anderen geistigen Raum, er ist ja nicht in dem analytischen, naturwissenschaftlichen Sinne, sondern man ist in einem ganz anderen geistigen Raum. Und ich glaube, dass diese andere Welt hinter der physisch-sinnlichen Welt, die ich versuchsweise Anderswelt nenne, mit der keltischen Mythologie, dass die in gewisser Weise sogar eine Denknotwendigkeit ist. Das mag eigenartig sein, wenn ein Philosoph so sozusagen naßforsch behauptet, eine andere höhere Welt, eine geistige Welt, eine Anderswelt sei denknotwendig. Und doch behaupte ich das. Und meine, dass ich auch gute Argumente dafür habe. Ich erlaube mir mal eine kleine Passage aus dem Buch, die Anderswelt vorzulesen, weil du gesagt hast, die eine oder andere Passage könnte eine Rolle spielen. Und dieses Kapitel oder Unterkapitel heißt von der Denknotwendigkeit der Anderswelt. Ich will nicht den geringsten Zweifel daran lassen, dass ich die Annahme einer anderen oder höheren Welt, Anderswelt, hinter der sinnlich-physisch-verstandesmäßigen für unverzichtbar halte. Gäbe es diese Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit nicht, von der alle Hochkulturen immer
wie selbstverständlich ausgegangen sind, wäre die menschliche Existenz nicht nur eine Farce, eine nihilistische Posse, sondern schlicht unmöglich. Leben und Bewusstsein hingen dann über einem Abgrund von Leere. Der Mensch müsste sich wirklich im Sinne existenzialistischer Halbgedanken als geworfen betrachten, als heraufgewirbelt aus einem Nirgendwo, der sich jeder Möglichkeit entzieht, es zu begreifen. Schon die Behauptung, dass es so etwas gibt wie Naturgesetze, die bis zu einem gewissen Grad auch vom menschlichen Geist erkannt werden können, setzt voraus, dass so etwas wie objektiver Geist, Logos, im Universum waltet. Dieser objektive Geist als Quellgrund aller Naturgesetze ist notwendig, eine metaphysische, eine übersinnliche Größe. Ich will vielleicht noch hier ergänzen, dass ich die Dichotomie von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit auch festmache an Innen und Außen und an Physik und Metaphysik. Also das ist die alte Frage nach der Metaphysik hinter der Physik. Und auch von innen und außen. Die Innenwelt und die Außenwelt. Das ist ja immer auch eine faszinierende Frage, die ich manchmal stelle. Die haben wir auch schon im Raumvideo gestellt. Ist der Raum eigentlich innen oder ist der Raum außen? Das ist ja eine zunächst irritierende Frage. Wieso? Also wir sind doch in diesem Raum, aber ist der Raum? Was ist der Raum? Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Naturwissenschaft, die diesen Namen verdient, war und ist notwendig die Erkenntnissuche entlang einer mathematisch, platonisch verstandenen Anderswelt. Die Naturwissenschaft seit Galilei setzt das mathematische Geisterreich explizit oder implizit voraus. Sie kann gar nicht anders. Und auch alle Weltformel, Phantasmen beziehen sich hierauf. Mathematische Naturwissenschaft ist immer Kosmotheologie, ist immer objektiver Idealismus. Allerdings ein Idealismus, der beinahe alles tut, um sich unkenntlich zu machen. Aus meinem Verständnis von Anderswelt als der Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, der physisch-sinnlichen Wirklichkeit, der Innenwelt hinter der Innenwelt, folgt, dass auch die naturgesetzlich fassbare Ordnung des Universums in dieser Anderswelt wurzelt. In meiner Radialfeldhypothese ist dies in der Grundrichtung schon deutlich geworden. Erst die Erkenntnis der metaphysischen Kugel in und hinter den Gestirnen, des Radiale aus dem unendlichen, quasi unendlichen Verdichtungspunkt ins unendliche verstrahlenden Weltwillens, macht die materielle Welt, macht jede denkbare Physik erst möglich. Das Bewusstsein kann sich schlechterdings nicht selbst aus dem Wurzelgrund der Dinge eliminieren. Es kann sich nicht reduktionistisch begreifen. Auch der ödeste und flachste Reduktionismus, also die Zurückführung auf physisch-sinnliche, auf eine Ebene, auf die eine Weltebene, also Zurückführung auf materielle oder energetische Grundelemente, auch der ödeste und flachste Reduktionismus setzt das Bewusstsein selbst voraus. Der Igel sitzt immer schon am Ziel, wie sehr sich der Hase auch abstrampelt. Immer. Bewusstsein ist immer das Vorgängige. Jeder, der fabuliert oder klug redet, es gäbe das Bewusstsein als eigenständige Identität gar nicht, der setzt Bewusstsein voraus. Er ist Bewusstsein. Sonst könnte er es nicht behaupten. Ja, sonst könnte er sowas gar nicht sagen. Wenn hier die Existenz einer oder der Anderswelt behauptet, ja als notwendig gesetzt wird, dann lässt sich ohne Aufgeregtheit feststellen, kein seriöses wissenschaftliches Argument gibt auch nur den kleinsten Fingerzeig darauf, dass die Anderswelt nicht existiert. Jeder Reduktionismus der bekannten und allenthalben gefeierten Spielart basiert auf grundlegenden Denkfehlern. Wer überhaupt denkt und Argumente, die objektive Wirklichkeit beanspruchen, ins Feld führt, setzt damit die objektive Wirklichkeit des Geistes und der Logik voraus. Andernfalls
wäre jedes Argumentieren in sich unmöglich, wäre ein Widerspruch in sich selbst. Menschliche Existenz in kultureller Form basiert auf der wirklichen Existenz des Geistes. Der Mensch ist strukturell ein Geist-Seele-Wesen, ein Innenweltwesen, ein Ich-Wir-Du-Wesen in subtilen Bewusstseinsräumen, ein Wesen, das ständig bezogen ist auf einen metaphysischen Grund. Dies zu leugnen, ist entweder Denkfaulheit oder Verlogenheit. Natürlich kann man sagen, es gibt die nachmetaphysische Zeit, die Metaphysik ist eigentlich seit Nietzsche, spätestens dann seit Heidegger, destruiert. Aber ich halte das tatsächlich alles für eine Illusion, für Denkbewegungen, die letztendlich ohne Boden sind. Der Mensch ist ein Weitewesen. Die Enge zerstört ihn. Noch in den monströsesten Formen der modernen Kosmologie spiegelt sich das metaphysische Raumbedürfnis des Menschen. Also, und so weiter. Also, die Bewusstseinswirklichkeit ist ja auch die Wirklichkeit des Innen, die immer anwesend ist. Und das ist eine Grundlage, überhaupt über diese Fragen ins Gespräch zu kommen. Also, das ist eine, ich gehe davon aus, dass das Bewusstsein als das Innen in diesem Sinne auch die Anderswelt ist. Als Grundlage. Ja, danke für die Einführung. Ich wollte dich als nächsten Punkt fragen, wie schauen philosophische und spirituelle Traditionen auf das Thema? Ich lese mal einfach ein Zitat vor, beispielsweise. Heraklit: Unsichtbare Harmonie ist stärker als sichtbare. Oder auch: Die Natur liebt es, sich zu verbergen. Ganz andere Tradition, aber damit in Verbindung, Schelling: Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Ja, Jochen, was sagen uns die Traditionen, was sagt das philosophische Denken bis zum heutigen Tage zu unserem Thema? Ja, da kann man natürlich, bei solchen Fragen kann man immer nur Beispiele geben. Du hast den Heraklit erwähnt, die Natur liebt es, sich zu verbergen. Und unsichtbare Harmonie ist stärker als sichtbare. Auch verborgene Harmonie ist stärker als sichtbare. Das ist natürlich eine interessante Aussage, dass es also eine kosmische Harmonie gibt, die nicht vordergründig abgreifbar ist. Nach Heraklit, der ja vom Logos ausging, vom Weltgesetz, und der davon ausging, dass die Natur letztlich sich mit einem Schleier verhüllt, dass sie sich immer verbirgt. Und das ist schon mal interessant, dieser Gedanke von Natur, den auch dann Goethe aufgreift, mit dem geheimnisvoll Offenbaren, dass die Natur auch am helllichten Tag auch geheimnisvoll offenbar ist und nie sich vollständig enthüllt. Also dass man da ein Geheimnis in der Natur waltet. Die Natur entbirgt sich, sie zeigt sich in vielfältigen Formen auf eine überwältigende Weise. Und trotzdem hat man als lebendiger und geistig denkender Mensch immer das Gefühl, mir geht es jedenfalls ständig so, dass sie ihr Geheimnis nie enthüllt. Das heißt, die Manifestation der sinnlichen Form ist immer nicht das letzte Wort, nicht die äußerste Stelle. Es ist immer noch etwas anderes. Es webt ein Geheimnis darum, auch wenn man vielleicht sagen kann, wie manche esoterischen Geister, die Blüte manifestiert die Seele der Pflanze. Ja, trotzdem ist da immer noch ein anderes dahinter. Und also die Natur liebt es, sich zu verbergen. Kann man ihr den Schleier einfach abreißen? Das berühmte Goethe-Wort, ich zitiere das mal, ist ja angedeutet: Geheimnisvoll am lichten Tag lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben. Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. Das heißt, du kannst mit Gewalt diesen Schleier nicht runterreißen. Wenn du es versuchst, und es ist ja versucht worden, auch in der technisch abstrakten Zugangsweise, dann zerstörst du das, was du eigentlich erkennen willst. Also es gibt ein Rätsel, auch ein Rätsel insofern, was sich manifestiert, hat auch zu tun mit dem, was dahinter steht. Das heißt also, die unsichtbare Welt, die Anderswelt, ist nicht
grundsätzlich und in einem absoluten Sinne getrennt von der Sinnwelt. Wenn sie nämlich das wäre, dann müssten wir darüber gar nicht weiter reden. Gibt es keinen Zusammenhang, gibt es keine Wirkungsmöglichkeit. Genau, dann könnte man gar nichts sagen. Ja. Dann könnte man sagen, gut, darüber müssen wir dann gar nicht verhandeln, über dieses Thema. Man muss wohl annehmen, dass die sichtbare Welt einer sozusagen unsichtbaren Welt aufliegt, in Anführungszeichen, wenn man dieses Bild verwenden darf, aber dass es doch Brücken gibt, Zusammenhänge, auch dass die Form und die Gestalt auch zurückzuführen ist auf eine tiefere Form, auf eine tiefere Gestalt, auch auf eine Geistgestalt. Und das drückt ja auch der Schelling aus, in dem, was du erwähnt hast, die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Oder auch das System der Natur ist zugleich das System unseres Geistes. Das heißt, das, wenn man das nicht annimmt, kann man eigentlich gar keine sinnvolle Naturbetrachtung favorisieren. Naturwissenschaft ist dann eigentlich unmöglich. Natur ist immer auch der sichtbare Geist und der Geist immer auch die unsichtbare Natur. Es gibt diesen Zusammenhang, der ist nicht zu leugnen. Das System der Natur ist zugleich das System unseres Geistes. Das ist im weiten Sinne der objektive Idealismus. Nun ist das interessant, weil es ja auch von Kant zum Teil abgeleitet ist. Wir wollen ja einige Beispiele geben. Kant hat ja einen merkwürdigen Begriff geprägt in der Kritik der reinen Vernunft, der viel umrätselt und viel diskutiert wurde und der auch undeutlich ist. Die physisch-sinnliche Welt, sagt Kant, ist eine Welt der Erscheinungen. Was heißt das? Eine Welt der Erscheinungen. Was erscheint da überhaupt? Kant sagt auch, Anschauung, ist man die Anschauung im Außen, sei nichts anderes als die Vorstellung von Erscheinungen. Erscheinungen sind Vorstellungen der Sinnlichkeit. Er lehnt eine metaphysische Welt per se nicht ab. Macht Kant nicht. Bloß er sagt, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, mittels der normalen Vernunfterkenntnis dahin zu kommen. Er geht ja dann so weit, auch Raum, Zeit, Kausalität und all dies sind nicht wirklich den Dingen an sich zuzuschreiben, sondern sind sozusagen Anschauungsformen. Und jenseits dessen wissen wir es einfach gar nicht. Das war ja auch eine niederschmetternde Einsicht, wenn man das so interpretieren will. Kant sagt, es gibt überhaupt keine metaphysische Kenntnis, solange wir Menschen sind. Das ist also eine Möglichkeit. Dann in dieser Zeit haben ja auch andere Schlussfolgerungen aus Kant gezogen und überhaupt auch das anders gesehen. Novalis zum Beispiel, der ja auch Philosoph war, und zwar ein sehr beachtlicher Philosoph. Von ihm gibt es ja berühmte Sätze, genau zu dem Thema. Wir sind mit dem Unsichtbaren näher als mit dem Sichtbaren verbunden. Wir sind mit dem Unsichtbaren näher als mit dem Sichtbaren verbunden. Das Unsichtbare ist auch immer anwesend. Das macht ja auch seine Eigenart aus. Man kann auch sagen, seine Unheimlichkeit. Was man nicht sieht, da kann man ja auch hineinprojizieren. Was ist das? Was tritt mir da aus der Finsternis entgegen? Welche Gespenster oder welche Geister manifestieren sich dort? Oder noch eins drauf von Novalis: Die Geisterwelt ist uns in der Tat schon aufgeschlossen. Sie ist immer offenbar. Würden wir plötzlich so elastisch, als es nötig wäre, so sähen wir uns mitten unter ihr. Also auch eine interessante Aussage, dass es offenbar einer anderen Bewusstseinsverfassung bedarf. Wären wir so elastisch, in Anführungszeichen, dann sähen wir uns mitten unter ihr. Das heißt, sie ist eigentlich gar nicht weit weg. Kosmische Anderswelt, auch sie ist in gewisser Weise auch immer da, sie ist immer kontaktierbar. Ja, auch das ist eine philosophische Überzeugung. Irgendwann setzen sich dann die Vorstellung durch, ganz stark bei Nietzsche, die spottet über die Hinterwelt, die metaphysische Hinterwelt, alles Phantasmen, Fiktionen und so weiter, und dann ging das in eine ganz andere Richtung. Also im Abendland ist dies eigentlich
bis zu einer gewissen Grenze so betrachtet worden, dass es tatsächlich eine geistige Welt gibt. Es gab immer wieder natürlich im 20. Jahrhundert auch Möglichkeiten und Ansätze, das wieder zu beleben. Wunderbare Ansätze, etwa mit Helmut Friedrich Krause und anderen. Auch ich habe ja seit 40 bis 50 Jahren versucht, immer wieder dieses ganze Thema neu zu erschließen. Du hast ja vollkommen recht, dass mich diese Spannung, diese Urpolarität von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit immer beschäftigt hat. Und auch in dem geistig-philosophischen Sinne, aber auch im spirituellen Sinne. Wenn man mal einen Blick jetzt auf Asien wirft, da ist das ja anders gewesen. In den Upanishaden gibt es unzählige Stellen, wo diese Frage ventiliert wird. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht hier aus dem Upanishad, eine besondere Fassung der Upanishaden, vielleicht die subtilste und interessanteste Fassung, wo es genau um die Frage der Sichtbarkeit und der Unsichtbarkeit geht. Man muss dazu sagen, dass in diesen alten Texten Sichtbarkeit immer das Ganze der physisch-sinnlichen Welt meint. Also nicht nur das, was man effektiv sieht, sondern was man auch tasten kann, was man riecht. Alles sinnlich wahrnehmen. Alles, was in der Sinnenwelt überhaupt erscheint. In dem 149. Brahmana, der Upanishaden des Upanishad, heißt es, wenn niemand den Atma sieht, die Seele, so ist dies die Folge davon, dass Atma, die Sinne der Menschen, von sich abwendet und nach dem Äußeren hinlenkt. Aus diesem Grunde sieht der Mensch das äußerlich Wahrnehmbare, aber jenen Atma, Seele, welcher innerlich ist, sieht er nicht. Denn er ist der wahre Herr, was er will, geschieht. Also Atma. Nur mit dem Willen Gottes sieht der Wissende und Strebende, welcher vom Wollen vollkommen frei seine Sinne von außen nach innen lenkte, Atma. Aber die Nichtwissenden, welche Kinder an Geist sind, werden gefangen von dem äußerlich Wahrnehmbaren. Deshalb geraten sie in die Schlinge des großen Todes, welcher sie in jedem Orte erfasst, und sie können nicht aus derselben herauskommen. Aus diesem Grunde verzichten die Wissenden, welche das erkannt haben, was unvergänglich und dauernd ist, auf die vergänglichen Dinge. Und so weiter. Also, das ist eine Haltung, die natürlich auch einen asketischen Aspekt hat. Nicht? Also, da bestimmte Lehren, dass wenn man eine Familie gegründet hat und mit vielen Wissenschaften sich umgetan hat, dass man das alles dann irgendwann hinter sich lassen darf und kann, ja geradezu sollte, um sich dann ganz auf die geistige Suche zu machen, auf das Geistige, nämlich auf die Suche nach Atma, nach dem eigentlichen Einheitsprinzip, dem großen Lichtwesen, was aber kein physisch-sinnliches Licht ist. Im Buddhismus ist es ein bisschen anders. Da ist das auch, es gibt da auch dieses Unsichtbare, auch im Sinne von Shunyata, die Leere, aber auch Nirvana, Samsara. Das ist also auch das wird aber nicht näher klassifiziert oder in die Erscheinung geholt. Sozusagen, wird immer nur gesagt, was es nicht ist. Also als eine letzte Wirklichkeit, die, wenn sie erreicht ist, dann nicht mehr kommunizierbar ist. Nicht? Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt in diesem Zusammenhang. Ist denn diese letzte Wirklichkeit so weit beschreibbar oder kommunizierbar, dass man überhaupt darüber reden kann? Oder muss man eben sagen, das geht gar nicht, die Sprache versagt? Da kommen wir noch drauf, auch bei dem Problem der Sprache. Wie weit reicht überhaupt Sprache? Was vermag Sprache? Was vermag Sprache nicht? Ja, also das nur ganz kleine Schlaglichter darauf, auf dieses riesige Thema in der Philosophiegeschichte. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich gerne zu einem konkreten Themenbereich übergehen. Und zwar, wie spiegelt sich der Grundzusammenhang von Unsichtbaren und Sichtbaren in unserem konkreten Leben als Menschen, im Alltag? Richtig.
Nun ist es ja so, dass der Mensch sich selbst und andere zunächst einmal auch als physisch-sinnliche Wesen begreift. Aber dahinter ist doch, der Mensch geht doch nie darin vollständig auf. Der Einzelne, wenn man eine gewisse Introspektion walten lässt, muss doch schnell begreifen, dass was ihn ausmacht, auch sein Ich oder selbst, seine eigentliche innerste Entität, nicht aufgeht im physisch-sinnlichen. Da ist also ein unsichtbares Etwas schon in ihm selber. Er lebt quasi diese Anderswelt, diese unsichtbare Welt, diese höhere Welt als solcher, weil er darin wurzelt. Die macht sein Bewusstsein aus. Kann man natürlich sagen, das ist eine Täuschung, das gibt es gar nicht. Vor allen Dingen, wenn das individuiert ist, wenn das nicht ins Universelle fließt, der berühmte Tropfen, der dann in den Ozean fällt, in den kosmischen, universellen Ozean. Aber das ist schon mal der erste Punkt. Die Phänomenologie des Leibes, auch im Sinne von Hermann Schmitz, geht ja davon aus, dass Leibesempfindungen eigentlich nicht nur physische Empfindungen sind. Das ist eigentlich unsichtbar. Der Leib ist unsichtbar. Der Körper von innen ist eigentlich unsichtbar. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist also wichtig, die Phänomenologie von Hermann Schmitz in dem Zusammenhang hier einzubeziehen. Der Einzelne wird dann schnell erkennen, dass das Gefühl des Leibes gar nicht identisch ist mit seinem physisch-sinnlichen Körper. Da hat er schon einen, sozusagen, da gibt es schon eine Grundspannung. Dann gibt es natürlich eine Grundspannung damit, dass der Mensch, darüber reden wir ja auch noch, dass die Sinnesorgane sehr begrenzt sind. Sehr begrenzt. Und dass es jenseits des kleinen Ausschnittes unserer Sinnlichkeit eine unabsehbare Weite gibt, die ja auch was Niederschmetterndes haben kann, etwas Furchtbares, etwa ein Horror Vacui, wie es im 18. Jahrhundert einige Geister ja empfunden haben. Also, dass der Mensch dann das immer weiter, das Unendliche, die Weite des Kosmos, letztlich auch als eine Herausforderung begreift. Das ist unsichtbar, auch wenn noch so fantastische Fernrohre Teile davon in die Sichtbarkeit rücken können, so gibt es doch dann immer etwas, was nicht sichtbar ist. Ganz zu schweigen davon natürlich, dass auch in der Naturwissenschaft ohnehin Felder zum Beispiel unsichtbar sind. Mhm. Auch sozusagen unsere digitale Welt ist ja ohne das Unsichtbare gar nicht denkbar. Wir sehen ja nicht den Einzelnen, der auf sein Smartphone guckt, oder die vielen, die auf ihre Köpfe zum Smartphone beugen, machen sich meistens ja keine Gedanken darüber, dass das Ganze ja eingehängt ist in ein unsichtbares Feld, wobei man sich fragt, was ist das eigentlich? Was überbrückt da die Weiten mit Lichtgeschwindigkeit? Der Raum selbst, oder ist es ein Äther, ist es, wie ich sage, das Radialfeld, das Primordiale, das Urfeld, das der Gestirne, da ist man auch mit dem Unsichtbaren konfrontiert. Auch im Sinne von, sagen wir mal, radioaktiver Strahlung. Das war ja doch berühmt am 26. April 1986 bei Tschernobyl. So, es war ein wunderbarer, strahlender Tag, aber letztendlich war Radioaktivität anwesend. Die sieht der Mensch aber nicht. Der Mensch hat eine eingeschränkte Wahrnehmung. Nicht das, ne? Also es gibt ja letztlich ungefähr 80 Oktaven der elektromagnetischer Schwingung und der Mensch sieht ja nur eine Oktave davon. Also ein Achtzigstel. Das ist das sogenannte optische Fenster. Und darauf kommen wir ja noch. Und dann gibt es natürlich in allen relevanten kulturellen Traditionen die Annahme eines Numinosen, eines anderen Höheren, was Menschenwürde überhaupt erst ermöglicht. Man kann das ja alles für irrelevant halten und sagen, das ist alles Irrsinn, das ist alles Illusion, aber es gibt doch ein Grundbedürfnis. Schopenhauer hat mehrfach davon gesprochen, dass es ein metaphysisches Bedürfnis des Menschen gibt. Das heißt also, es muss doch offenbar als eine Naturanlage des Menschen die ein Bedürfnis geben, sich auch einzuordnen in diese
unsichtbare Welt in irgendeiner Form sich zu ihr zu stellen. Sei es, dass man sie ergründet, sei es, dass man darüber nachdenkt und sei es, dass man auch versucht zu verstehen, was tritt einem da entgegen, auch in der Finsternis. Man kann es ja auch sehen, wenn man zum Beispiel in sternklarer Nacht überhaupt, wenn man Schwärze wahrnimmt, ist die Schwärze wirklich schwarz? Oder gibt es nicht dahinter sozusagen wie ein Glühen? Und das Licht selber ist ja eigentlich gar nicht sichtbar. Die Materie auch nicht. Im Wechselspiel wird es ja sichtbar, dass man ja auch schon mit dem Unsichtbaren ständig konfrontiert. Also wir sind mit dem Unsichtbaren ständig auf eine elementare Weise konfrontiert. Wir können uns gar nicht davon lösen. Und man kann ganz viele Beispiele nennen, wie das Unsichtbare hineinwirkt. Die stärkste Weise ist natürlich der Tod. Wenn ein geliebter Mensch verschwindet, er stirbt, wo ist er dann? Das ist ja auch die Andersweltfrage, ist ja auch die Frage nach dem Tod, nach der Todeswelt oder nach der Welt vor der Geburt, die ja auch hängt ja zusammen, obwohl natürlich der Durchgang auch wieder viel verändert. Also da ist man schon in einem elementarmenschlichen Bereich. Wenn man den Menschen das wegnimmt, dann ruiniert man ihn eigentlich. Man kann es ja tun. Es gibt ja Reduktionisten, die sind so rabiat, dass sie das den Menschen ausreden wollen. Es ändert aber nichts daran, weil der Mensch ja doch dieses metaphysische Bedürfnis nicht aufgeben kann, dann zieht das eben in die Erscheinung. Auch Materialisten werden plötzlich religiös. Wie manche gesagt haben, auch der Marxismus war bei Lichtbeziehung eigentlich auch eine Religion, nicht wie er vertreten wurde. Auch eine Religion natürlich auch mit Heiligen, mit spirituellen Grundgedanken, die wurden eben nur ins Materielle hineingezogen. Insofern ist es eine ganz elementare Angelegenheit, die jeden Menschen interessiert, die jeden Menschen betrifft. Und die Frage nach dem, was vor der Geburt war und die Frage, was nach dem Tod war, das interessiert mehr oder weniger jeden. Auch wenn er vielleicht sagt, das interessiert mich gar nicht. Weil außerdem habe ich gar nicht die Zeit, darüber groß nachzudenken, weil ich bin so beschäftigt. Mit so vielen wichtigen Dingen. Vielleicht später mal mache ich das mal. Wenn ich mal richtig Zeit habe, dann kann ich mal richtig darüber nachdenken. Dann lese ich auch was darüber. Aber vorher ist so viel darüber geschrieben worden. Es gibt so viele Behauptungen. Die einen sagen das und die anderen sagen jenes. Woher soll ich denn wissen, wie es wirklich ist, lieber Herr Kirchert? Wie ist es denn bei Ihnen? So, das ist dann die Frage. Aber es gibt erstmal eine grundsätzliche Interessiertheit des Menschen daran, an dem Unsichtbaren. An der unsichtbaren Welt, nicht? In jedem Moment. Was immer nun diese unsichtbare Welt bedeutet. Auch viele Kunde trinkt ja von dort. Nicht? Man muss ja nur als Beispiel jetzt, bevor ich diesen Punkt erstmal wieder zur Seite lege, wenn man drei berühmte Beispiele nimmt, die von der unsichtbaren Welt gekündigt haben, wo ja auch die Sichtbarkeit dann doch wieder eine Rolle spielt, sind das natürlich Swedenborg, die Visionen von Swedenborg, die aber auch wieder eigenartig sinnlich sind, nur feinstofflich sinnlich. Dann natürlich Dante, die Wiener Komödie, die göttliche Komödie und dann natürlich das tibetische Totenbuch. Alles haben sie auch eine Bildhaftigkeit, aber die Bildhaftigkeit ist keine physisch-sinnliche Bildhaftigkeit. Und da ist natürlich die Frage, sind nicht alle Jenseitsvorstellungen letztlich Abbilder bestimmter aus der Erscheinungswelt gewonnener Formen und Bilder? Was ist das? Nicht? Also das ist es elementar. Wir reden über ein elementares Thema. Und ich nehme niemandem ab, der dieses Thema vollkommen zur Seite legt und meint, das ginge ihn nichts an. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht. Ja, du hattest es ja vorhin schon angesprochen. Es kam jetzt nochmal im Zusammenhang mit dem Totenbuch kurz auf. Die Frage, wie weit reicht Sprache? Also da werden ja Bilder sozusagen verwendet, die wir mit Mitteln der Sprache zum Ausdruck bringen. Deshalb meine Frage, wie weit reicht die Sprache, wie weit reicht sie sozusagen ins Unsichtbare hinein? Nun ist ja Sprache erst einmal aus dem Sichtbaren gewonnen. Und
sie hat natürlich Grenzen. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, bestimmte Erfahrungen, die man, sagen wir mal, in dem Grenzbereich von physisch-sinnlicher Welt und der unsichtbaren Welt in diesem Anderswelt-Sinne, hat man natürlich eine deskriptive Möglichkeit, diese Erfahrungen in Sprache zu kleiden. Nun ist das natürlich insofern schwierig, als der Einzelne ja diese Dinge, wenn er sie denn erlebt, ja nicht einfach voraussetzungslos erlebt. Er hat ja bestimmte Annahmen. Also sei er nun Katholik, sei er Protestant, sei er tibetischer Buddhist oder sei er Hinayana Buddhist oder sei er Muslim und so weiter. Er hat bestimmte Annahmen und er wird natürlich diese Dinge, die er erlebt, in diese Annahmen mit einfließen lassen. Und es gibt selten eigentlich die, sagen wir mal, Form der Sprache, die so deskriptiv genau, so im deskriptiven Sinne genau ist, dass sie sich zunächst mal nicht unmittelbar und zu schnell zuordnen lassen kann. Also Sprache ist kolossal wichtig, man muss aber dann die Begrifflichkeit verfeinern. Geht das nur über Dichtung? Ich weiß, dass als ich mein Buch Die Anderswelt schrieb, habe ich ja viele Kontakte auch gehabt. Und einer sagte mir, ja, das machst du gut, das ist ja alles hochinteressant, wie du das schreibst und ist auch faszinierend. Aber letztlich geht es nur über Dichtung. Tja, er geht es nur über Dichtung. Das glaube ich nicht. Man kann die Sprache, sagen wir mal, mantrisch aufladen. Mantra, ein wirkendes Wort oder eine Sentenz, wie immer. Man kann das mantrisch aufladen. Man kann damit viel erreichen. Man kann damit auch weit kommen. Auch mit einer mantrischen Praxis. Ohne Frage. Das muss man nicht chanten. Das kann man auch innerlich still machen. Aber wenn man dann genauer sein will und will dann sprechen, kann man das nur in Bildern. Nun ist natürlich große Dichtung schon auch in der Lage, Bestimmtes zu erschließen. Etwa die Hymnen von Hölderlin erschließen ja viel. Oder richtig große Poesie. Aber was häufig, sagen wir mal, die 0815 Poesie auch in spirituellen Kreisen ist einfach schlecht. Das ist einfach schlechte Poesie. Das ist überhaupt nicht spirituell. Das ist was ganz anderes. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, über die Sprache sozusagen etwas aufsteigen zu lassen. Und das ist wunderbar. Also wenn ich durch die Sprache etwas mitbekomme und etwas ahne. Etwas anderes ist natürlich, wenn ich mich bemühe, das ganz genau zu beschreiben. Aber wie ist es denn zum Beispiel bei Dante? Ja, der beschreibt ja ganz genau diese sogenannte Jenseitswelt. Das kann man ja sozusagen topografisch ganz genau machen. Das ist, was der junge Galilei gemacht hat. Das kann man ja machen. Ja, was ist das denn eigentlich? Hat er da eine Schauung gehabt, eine Vision und hat das als Mensch seiner Zeit dann umgeformt in Bilder, die er aus seinem Umfeld kannte? Aus dem humanistischen Bereich, aus dem antiken, römisch-antiken, aus dem griechisch-antiken, dem christlichen und so weiter. Was ist seine eigentliche Schau? Können wir die noch rausfinden? Wahrscheinlich nicht. Aber auch das ist die Frage. Oder in dem erwähnten Bard de Teudol. Wenn man sich da richtig reinbegibt, sind das ja auch Bilder aus dem tibetischen Buddhismus. Ja, wenn ich aber diese Auffassung gar nicht bin, dass mich das weiterbringt, dann irritieren mich diese Bilder nur. Oder sind auch das letztendlich nur Bilder eines tiefergehenden Zusammenhangs? Das geht dann ineinander über. Also das Mantrische, auch in der Wiederholung, in dem mantrischen Wiederholen, das ist ja auch im Upanishad der Fall, das sind ja auch Mantras, die unermüdlich wiederholt werden. Du bist das große Lichtwesen. Du bist Atma. Du bist Brahm. Das wird ja wie mantrisch dem Einzelnen eingepflanzt. Du bist das große Lichtwesen. Du musst dich nur daran erinnern, dass du das große Lichtwesen bist und nicht nur dieser einzelne
in seiner Partikularität und Begrenztheit. Also Dichtung hat ihren Wert, keine Frage, aber ich finde dann doch, dass die Deskription eine wichtige Rolle spielt. Und das habe ich mich ja bemüht in dem Buch Die Anderswelt. Und ohne mich zu beziehen auf naheliegende Traditionen und auf naheliegende Sprachformen. Das habe ich eben gerade nicht getan. Mhm. Und da ist man aber in einem interessanten Bereich. Also wie weit reicht Sprache? Bis zu einer gewissen Grenze schon. Aber ich glaube, dass man zu früh das Unsagbare heraufbeschwört. Menschen sagen ja sehr schnell, darüber kann ich gar nicht, das kann man gar nicht sagen. Ja, einfach das ist mir zu wenig. Denn wenn man genau sein will, kann man sehr viel darüber sagen, ohne dass man das Phänomen zerstört. Es geht ja nicht darum, etwas kaputt zu reden und endlos über etwas zu reden, was einfach eine tiefe Erfahrung ist, wo man vielleicht besser schweigen sollte. Aber dann muss man wissen, wenn man dann solche Erfahrungen hat, worüber spreche ich und worüber spreche ich nicht. Dann muss der Betreffende dann selber dann das auch wissen, wenn er das sagt, was er besser nicht sagen sollte. Denn wem er das sagt, ist auch wichtig. Und was setzt der Betreffende, der zuhört, voraus? Das ist ja auch jetzt, wenn ich hier spreche. Jeder, der Zuhörer, hat ja einen ganz anderen Hintergrund. Und wenn er von Anderswelt hört, stellt sich der eine das vor, der andere das vor. Und jeder hat so seine eigene geheime Welt. Und auch hat irgendwie auch seinen Zugang dazu. Und da will er sich nicht von einem anderen einreden lassen. Und also da ist ein, ich meine, die Sprache reicht sehr weit. Dichtung ist wunderbar. Auch die Haikus im Zen-Buddhismus sind wunderbar. Sie können viel eröffnen. Sie können aber auch, gerade für Westler, da habe ich das oft beobachtet, einfach ein intellektuelles Spiel sein, das auch nicht weiterführt. Wenn es nicht richtig existenziell erfahren wird und durchdacht. Also Sprache, oder wie ist ja auch die Frage, das habe ich ja auch in der Anderswelt ventiliert, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, wie weit dann Denken überhaupt reicht. Hat dann Denken überhaupt eine Würde in diesem Andersweltbereich? Kann man da denken oder ist man da einfach unzulänglich mit dem Denken? Kann das Denken überhaupt in diese Region vordringen oder nicht? Bis zu einem gewissen Grade ist das möglich. Es gibt Fragen, die man stellen kann, finde ich. Und da kann man auch das Denken vorantreiben. Das ist kein intellektuelles Phänomen oder auch gar ein Sandkastenspiel oder ein endloses Kreisen um dieselben Fragen, was ja auch sein kann, irgendwie ein ödes Kreisen intellektueller Art, was nie zum Ergebnis kommt. Aber das Denken hat doch auch eine gewisse Würde, auch in diesem Anderswelt-Bereich. Wenn ich das nicht glauben würde, hätte ich dieses Buch Die Anderswelt nicht geschrieben. Und von etlichen Lesern ist mir auch bestätigt worden, dass es auch gelungen ist. Also man kann das sehr wohl. Ich meine, die Sprache reicht weit, aber sie hat Grenzen. Und das Denken reicht weit, wenn es wirkliches Denken ist. Ich glaube, dass der Geist, auch im Sinne von Denken, etwas zu tun hat mit der Wirklichkeit. Weil die Dinge sind auch Gedanken. Auch eine Pflanze ist ein Gedanke. Auch ein Mensch, nach meiner Überzeugung, ist ein Gedanke. Und diesen Gedanken zu ergreifen oder sich an ihn zu erinnern, sozusagen wie man angelegt und gemeint ist, ist auch wunderbar und gehört zur Würde des Menschen, finde ich. Also das zu diesen Fragen, da kann man ganz viel zu sagen. Man müsste das an Beispielen auch zeigen, was das eigentlich bedeutet und so weiter. Du bist ja in einer Anderswelt auch auf den Bereich von Bewusstseinszuständen, allgemein besondere Bewusstseinszuständen eingegangen. Da würde ich gerne an der Stelle dann fortsetzen. Nehmen wir das Unsichtbare wahr? Welche Möglichkeiten gibt es für den Mensch? Man könnte auch fragen, wie kommt der Mensch vom Sinnlichen zum Höhersinnlichen? Ja,
wie kommt der Mensch aus der, ich sag mal etwas flapsig, aus der Zwangsjacke des physisch-sinnlichen, die ja auch von der Härte hat, raus. Viele, es gibt ja immer auch extreme Exerzitien, hat es ja immer gegeben, irgendwie auch lebensfeindliche, ja, würde man sagen, ja, ins Pathologische gehende Exerzitien, Abtötung des Fleisches und so weiter. Davon ist in Upanishaden nicht die Rede, obwohl es schon auch eine sage ich mal, asketische Grundhaltung gibt in der Richtung. Also einfach so vom physisch-sinnlichen ins Übersinnliche reinzuspazieren, so geht es dann doch nicht. Aber wir sind ja heute, das ganze Thema ist ja auch in gewisser Weise kontaminiert, dadurch, dass der asketische Weg irgendwie diskreditiert ist, obwohl es ja durchaus legitim ist, auch den asketischen Weg zu gehen, wenn er nicht lebensfeindlich ist. Man kann auch sagen, von einem bestimmten Punkt an gehe ich immer einen asketischen Weg. Das ist ja durchaus möglich. Dann gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, wie die Tore der physisch-sinnlichen Welt vielleicht nicht aufgestoßen werden können. Das wird wahrscheinlich nur mittels bestimmter Einweihungen passieren. Darüber können wir noch reden, was sind diese sogenannten Einweihungen. Aber ein bisschen sich öffnet, knarrend, schwierig sich öffnet. Was sind das für Möglichkeiten? Wie geht das überhaupt? Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit der schockartigen Einwirkung, etwa durch schockartige Erfahrungen, die der Einzelne macht, berühmte Nahtodeserfahrungen, über die es ja eine endlose Literatur gibt, auch ganz verschiedenartig und auch kontrovers diskutiert. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen behandeln, hochinteressant, vieles. In Todesnähe öffnet sich was. Wenn ich weiß, dass ich sterbe oder ich bin schon fast gestorben, dann kann ich vieles hinter mir lassen und dann öffnet sich was. Und es ist natürlich auch so, dass die Öffnung dieser Anderswelt sich, ich sagte ja auch schon, mit der Todeswelt zu tun hat. Es ist ein Stück weit auch sich exkarnieren. Das heißt, die physisch-sinnliche Existenz hat ja auch eine Festigkeit. Man ist ja auch, schlicht gesagt, festgezurrt in seinem Körper. Du bist dann in einen Garten gegangen, in dem du in den Körper eingetaucht bist, hast vielleicht übersehen, dass da was stand an dem Eingangstor, dass du hier nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt wieder rauskommst, hast du vielleicht übersehen, weil es war so interessant, der Garten war wunderbar, er war bunt, er war farbig, herrlich. Man schreitet in diesem Garten, aber es gibt einen Ausgang. Und diesen Ausgang musst du auch durchschreiten. Und dieser Ausgang ist der Tod. Auch so wunderbar wie alles ist, es hilft dir nichts, du musst doch durch dieses Tor durch. Also wie, was heißt das? Und das hast du vielleicht anfänglich nicht gesehen, weil ja der Mensch auch in seiner aufblühenden Phase, ja auch in seiner wunderbaren Weise fließt ihm alles zu. Da kann ihm alles zufließen, wenn nämlich vorher alles schon kaputt gemacht wird. Dann kann es sich entfalten auf eine wunderbare Weise. Aber letztendlich geht es dann doch, durch dieses Tor musst du gehen. Und was ist dieses Tor? Und dann ein Stück weit, also ist es auch mourir un peu. Also ein bisschen auch sich zu sterben. Auch sterben ohne zu sterben. Mhm. Nicht? Also auch diese Erfahrung. Und das spielt schon auch hinein. Also das kann durch verschiedene Dinge passieren. Das kann in einem Grenzzustand des Schlafens und des Wachens sein. Es gibt ja merkwürdige Zustände, auch jenseits von Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen, gibt es ja eine eigenartige Zwischenzone zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, die auch zu tun hat mit dem Wachsein und dem Schlafen. Also nicht, es gibt ja, Kinder haben ja oft das Verlangen, mir ging das so über viele Jahre, dass ich mich richtig geärgert habe, dann, wenn das Bewusstsein einfach so verschwand. Ich wollte den Augenblick abpassen, schlicht, ich wollte dabei sein, wenn ich nach drüben gehe. Ja. Ja? Und es ist mir ganz selten auch gelungen, ganz selten gelungen.
Und das ist eigenartig. Und da kommt man in eine Zwischenzone hinein, wo etwas zuströmt. Was sieht man da? Sieht man da etwas oder fühlt man nur etwas? Und wenn man etwas sieht, was ist dann das für ein Sehen? Was sind das für Gestalten? Haben diese Gestalten noch Ähnlichkeit mit dem physisch-sinnlichen Gestalten? Ja und nein. Was ist das dann? Da ist man ja auch in einem Grenzbereich, ne? Also, oder man, es gibt schwere Unfälle oder Erschütterungen durch den Tod eines Nahestehenden oder Abstürze auch, die in den Bergen oder auch plötzliche Öffnungen, die einen einfach den Atem nehmen. Plötzlich sieht man etwas oder man sieht die Elfen tanzen sozusagen. Aber die Elfen tanzen sind ja physisch, sind ja auch sinnliche kleine Wesen. Sie sind ja anfassbar, hallo. Ja? Sind ja nicht einfach nicht sichtbar. Da ist man natürlich auch an der Frage, ist, viele haben ja den Verdacht sozusagen, das Nicht-Sichtbare ist eigentlich mehr oder weniger auch das Sichtbare, nur ein bisschen anders. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Die Spiritisten, weiß man ja, gehen ja davon aus, dass die unsichtbare Welt erstmal für die physisch-sinnlichen Wahrnehmungsorgane unsichtbar letztendlich auch mehr oder weniger das Gleiche ist. Da gibt es auch Berge und Seen, da gibt es den Himmel, da gibt es Flüsse, die fließen, da gibt es Landschaften, da gibt es Männer und Frauen, da gibt es alles Mögliche, aber nur eben anders. Es glüht irgendwie von innen, wie in Drogenzuständen, das ist irgendwie aufgeladen, rätselhafte Farben umspielen einen, merken wie die Lüfte umwehen einen, herrlich. Aber ist das dann die unsichtbare Welt, die Anderswelt sozusagen per se als solche? Oder bleibt man da nicht in den Vorhöfen, um ein Wort von Ernst Jünger zu benutzen, der ja mit diesen Fragen sich auch viel beschäftigt hat? Wann verzieht sich der Übergang sozusagen? Aber ich sage es nochmal, es muss Brücken geben. Wenn es diese Brücken in einem absoluten Sinne nicht gibt, ist ein Gespräch darüber völlig sinnlos. Dann muss man weder über Poesie reden, noch muss man über Denken reden, noch muss man über Sprache reden, noch muss man über irgendwelche Exerzitien reden, die es gibt. Oder in der Musik auch gibt, die man hört. Es muss Brücken geben. Brückenlos ist es nicht. Sind die Brücken begehbar? Es gibt ja auch ein berühmtes Bild, wenn ich das noch kurz sagen darf. Was ist diese Brücke? Diese Brücke ist eine Messerschneide. Rechts und links gibt es Abgründe. Das ist die Brücke. Und zwar Irrtümer. Und Wahnvorstellungen umtosen dich rechts und links. Ein Spazieren ist es nicht. Du kannst, sagen wir mal, das Übersinnliche, Hörsinnliche sozusagen dir imaginieren als eine, du kannst das dir Fantasievorstellung machen, du kannst es aber auch mechanisieren. Du kannst, dann ist man sehr schnell bei jedwedem Aberglauben. Also eine bestimmte konkrete Situation, die sich darstellt, wo ein bestimmtes Phänomen so diese Erscheinung produziert. Wenn du das jetzt mechanisierst, hast du ein Handtuch, aha, das und das ist das, aha, ich träume von einer Katze, also bedeutet das das. Das heißt eine Mechanisierung. Auf der anderen Seite gibt es die Mechanisierung in der Wissenschaft. Und ich würde sagen, das habe ich von Helmut Krause gelernt, der dieses Bild auch mal benutzt, du bist immer, wenn du die echte Spiritualität und in diesem Sinne auch echte Philosophie ist sozusagen immer, du läufst auf einem schmalen Grat zwischen dem falsch-spirituellen im Sinne von Aberglauben, jeden Irrsinn glauben, alles irgendwie auch mechanisieren, jede Untiefe der Zwischenzone für bare Münze haltend. Auf der anderen Seite ist die Wissenschaft, die dich ködert, weil sie ist ja auch stark. Die Wissenschaft ist ja nicht schwach. Sie kann ja was, sie kann ja viel leisten. Es ist also weder Wissenschaft, noch ist es in diesem Sinne dieser platte Form von Spiritualität und Aberglauben. Es ist was anderes. Und das haben wir ja auch mit den Zahlen schon gesagt, mal damals in unserem Zahlenvideo.
Die Zahlen sind nicht die der Mathematik und nicht die des Zahlenaberglaubens. Es ist was anderes. Es gibt einen dritten Weg, einen mittleren Weg auch in diesem Sinne. Und man muss auf das Messerschneide laufen. Und es gibt viele Bilder darüber. Und das ist eben nicht einfach. Und gerade heute ist es eben schwierig. Und wer dem Menschen einredet, dass es einfach sei, den würde ich mal, ich sag, benutze mal jetzt ein bisschen pathetisch das Wort, für einen Irrlehrer halten. Wer dir einredet, es ist easy, der täuscht dich. Es ist überhaupt nicht easy. Es ist gar nicht easy. Überhaupt auch das Leben ist nicht easy. Also trotzdem, aller in seinem Zauber ja nicht irgendwie dadurch gemindert. Überhaupt gar nicht. Und es gibt natürlich auch immer im Sinn, ich sage ja, wenn an der Blüte kann man dann sozusagen auratisch die Blüte hinter der Blüte wahrnehmen. Natürlich gibt es das alles. Es gibt natürlich auch einen eigenen fluidalen Zwischenbereich, der natürlich schwierig ist, weil er auch von Gespenstern erfüllt ist. Oder witzige Jung sagt, wo du nichts siehst, da projizierst du eben. Du siehst da gar nichts. Okay, diese finstere Wand, da muss es doch was geben. Und du produzierst deine eigenen inneren Gespenster oder deine Fantasiebilder auf diese Leinwand sozusagen. Ist auch schön, das kann ja auch dichterisch wunderbar gestaltet werden. Wer entscheidet denn darüber? Diese Entscheidung ist ja schwierig. Religiöse Geister sagen, naja, ganz klar, ich kann mich erinnern, ich will das noch kurz sagen, weil es interessant ist für den Zusammenhang. Ein jüdischer Rabbi, der sich viel mit Reinkarnation beschäftigt hat, hat mal gesagt, ist gefragt worden, der auch, ja, woher können Sie denn überhaupt sagen, ob eine Erfahrung, eine Erinnerung, eine Reinkarnation, überhaupt diese spirituellen Dinge, ob sie wahr ist oder nicht? Das ist doch ganz einfach. Wenn es kompatibel ist mit dem Alten Testament, dann ist es richtig. Wenn es nicht richtig ist, dann ist es eben, wenn das nicht so ist, dann ist es eben falsch. So, kann man sagen natürlich. Das ist ja die Buchstabenfixierung, die ja durch diese Schriften eingeführt wurde. Dass man also Buchstaben, man hat also einen Text. Und wenn der Text eindeutig dem widerspricht, ich habe das erlebt, da steht aber was anderes, tja, dann muss ich wohl falsch liegen. Da bin ich irgendwie von was besessen, was falsch ist. Also stimmt es nicht. Also da komme ich in Schwierigkeiten. Also das muss man immer berücksichtigen. Aber keiner ist ganz frei davon. Also, aber da ist man in einem interessanten Feld. Nochmal die Frage, ist das Unsichtbare eigentlich nur das subtil Sichtbare? Oder ist das Unsichtbare grundsätzlich unsichtbar? Und dann müsste man nochmal widersprechen, haben wir ja schon angehört, über die Sinnesorgane überhaupt. Nicht? Also was ist das, was heißt das überhaupt? Schauung auch. Womit? Ja? Womit? Ja. Mhm. Womit passiert oder geschieht eigentlich diese Schauung? Ja. Ja. Ich wollte dich fragen, möchtest du in dem Zusammenhang noch auf den Begriff der Einweihung eingehen, weil das würde sich jetzt anschließen. Ja, gut, danke, ich hatte das jetzt aus den Augen verloren, danke. Einweihung meint ja im traditionellen Sinne, ein Todeserlebnis zu haben oder auf ein Todeserlebnis vorbereitet zu sein. Es gibt ja alte Vorstellungen, dass man ohne eine Einweihung eigentlich den Tod zu Lebzeiten sozusagen, den erlebten Tod im Sinne von die Schau der Todeswelt nicht durchstehen kann, weil der Körper es nicht mitmacht. Der Körper würde zerbrechen dadurch. Und dazu bedarf es der Einweihung. Und die Einweihung haben verschiedene Voraussetzungen. Es gibt auch die Vorstellung, dass es dazu Blut gehört, also eine Wunde. Oder es gibt in den Leuses, gab es ja so, ne, in dem berühmten eleusinischen Demeterkult, war ja auch eine Einweihung, keiner weiß genau, was da passiert ist, darüber wurde Stillschweigen gewahrt, aber es muss eine Vorbereitung sein. Es bedarf einer Vorbereitung, einer Einweihung, es bedarf einer Veränderung, wobei das Ergebnis nicht sofort folgen muss, sondern es kann an einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Blut ist ein ganz besonderer Saft, heißt es im Faust, und als sie dann mit dem Blut unterschreiben, Faust und Mephisto, den Pakt.
als Mephisto darauf besteht, hier muss unterschrieben werden, brauchst du auch was Geschriebenes, forderst du Pedant. Ja, so, okay. Also, was sind Einweihungen? Das sind auf jeden Fall Vorbereitungen vielfältiger Art, die man jetzt nicht abgreifen kann. Und in vielen spirituellen Systemen gibt es ja ganz genaue Überlegungen dazu, wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten zum Beispiel, berühmtes Buch von Rudolf Steiner, wie das sich vollzieht. Das ist natürlich auch weltanschaulich vorgeprägt. Ganz voraussetzungslos geht es nicht. Aber es muss tatsächlich eine Vorbereitung erfolgen. Das würde ich schon dazu sagen. Also voraussetzungslos kann es einen in eine Zone treiben, wo man sich kaum noch im Körper halten kann. Oder wo man an eine Grenze kommt, die dann leicht das Pathologische berührt. Deswegen ja auch diese Schauungen auch in vielerlei Zusammenhängen, auch in indigenen Kulturen, verbunden ist mit einem bestimmten Ritual, was auch dazu gehört. Nicht? Also das, ohne Ritual ist der Einzelne aufgeschmissen. Der moderne Intellektuelle, der nun gierig nach irgendwelchen Erfahrungen psychoaktive Substanzen verwendet und so weiter, der muss eben wissen, dass es auch gefährlich ist. Ne? Ganz klar. Also auf jeden Fall ist die Einweihung eine Voraussetzung. Ein Riesenthema. Ich könnte darüber sehr viel sagen und würde aber auf keinen Fall eine Marschroute hier favorisieren oder gar in der Öffentlichkeit vorstellen und für richtig und sagen, das ist der richtige Weg. Den würde ich keinem, dies würde ich nicht so sagen. Weil das ist letztendlich etwas, was der Einzelne selber wissen muss. In der Tiefe muss es in ihm aufsteigen. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen, heißt es bei Goethe. Da ist was dran. Da kann man nicht mit autoritärem Gestus das vorschreiben. Was natürlich alle Guru-Traditionen machen. Alle. Grundsätzlich immer machen. Der Guru sagt, wo es lang geht. Und wenn er dir auch Sachen sagt, die dir absurd vorkommen, dann musst du es trotzdem machen. Das heißt nicht, dass der Guru heißt ja nur der Lehrer, dass das grundsätzlich falsch ist, dass der einzelne Lehrer auch mal mehr wissen kann als du. Und er kann dir helfen, er sagt dir etwas, auch wenn du es im Moment nicht verstehst. Aber grundsätzlich muss der Einzelne selber finden. Das finde ich sehr wichtig. Wie es auch bei Novalis in den Lehrlingen zu Seis heißt, letztendlich wirft mich alles in mich selbst zurück. Und da landet es dann auch. Den Tod nimmt ja keiner ab. Überhaupt nicht. Die Geburt nimmt dir in diesem Sinne auch keiner ab und den langen Lauf durch die Inkarnation nimmt dir auch keiner ab. Und dein Karma kannst du nicht an der Haustür abgeben oder dem nächstbesten aufpacken. Sondern das geht halt nicht. Du bist da drin und das bestimmt dich. So, das muss man dazu sagen. Das ist so ein, nur ganz knapp gesagt, zu dem schwierigen Thema der Einweihung. Viele Adepten irgendwelcher spirituellen Richtungen, die wissen ja sowieso, wie es richtig ist. Und werden hier, wenn der Kirche auf solche Dinge sagt, sagen, na ja, was sagt der da? Wir wissen ja ohnehin, wie es richtig ist. Der kennt das nur nicht. Vorsicht, bei solchen Äußerungen würde ich mal sagen. Da kenne ich schon mehr, als der Einzelne sich das vielleicht vorstellen kann. Gut. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne einen gewissen Perspektivwechsel vornehmen. Sozusagen, wir haben uns ja jetzt vom Menschen nochmal ganz intensiv diesem Thema genähert. Deshalb meine Frage, wie spiegelt sich der Zusammenhang von Unsichtbarem und Sichtbarem in der objektiven Natur? Da haben wir schon kurze Andeutungen gemacht. Ne? Ja. Die Naturwissenschaft kommt ja, um das nochmal zu sagen, auch die reduktionistische Naturwissenschaft kommt ja grundsätzlich nicht auch ohne Geistprinzipien aus. Das ist unmöglich. Erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann, berühmtes Wort von Einstein. Also, sie kommen nicht ohne Geistprinzipien aus. Diskussionen kommen nicht ohne Geistprinzip aus, ohne Sprache. Das ist alles schon Geist. Sonst geht es einfach gar nicht.
Und dann ist natürlich auch die Naturwissenschaft immer auch vom Unsichtbaren bestimmt. Ich sage nochmal, das Feld ist ja auch so eine Vorstellung. Faraday hat ja, als er den Feldbegriff im 19. Jahrhundert neu wieder entdeckt hat, ganz bewusst einen vorhandenen Begriff genommen, nämlich Field. Field war das Feld, der umbaute Boden, der fruchtbare Boden. Das hat er einfach genommen aus der Agrokultur sozusagen der Völker. Benutzt er das Wort Feld, Field, und hat es in die Physik eingeführt. Das ist eigentlich erstaunlich, dass dieses Feld, dieses Field, so eine fantastische Karriere gemacht hat. Das Feld, das man sichtbar machen kann, wenn man eine Eisenfallspäne um einen Magneten legt, die sich dann nicht in den berühmten Mustern ordnet. Und dabei natürlich auch immer die Frage, das haben wir auch schon in unseren naturwissenschaftlichen Videos gezeigt oder immer wieder ventiliert, was ist dann das Feld, was ist dann der Äther, was ist dann der Raum, auch der Lichtäther, der Raumäther, und das sind ja letztlich unsichtbare Dinge. Das Feld, auch im naturwissenschaftlichen Sinne, das die digitale Welt ermöglicht, ist unsichtbar. Wir leben ständig im Unsichtbaren, was das betrifft. Das betrifft auch hier unsere Installation. Letztendlich ist ohne das nicht denkbar, unsere Videoinstallation. Also, wir sind dann immer im Unsichtbaren. Durch die mehrfach vorgestellte Vorstellung des Radialfeldes, das heißt das Verstrahlen aus dem Gestirnkern, wird noch eine neue Vorstellung eingeführt. Das ist auch eine unsichtbare Vorstellung. Also es geht auch um das Unsichtbare. Mhm. Das Feld ist radial und unsichtbar, aber es hält die Materie zusammen. Es trägt die Materie auch durch den Raum, der auch unsichtbar ist. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Das haben wir noch gar nicht so direkt gesagt. Auch in unserem Raumvideo haben wir es gesagt, aber ich erinnere nochmal daran. Das Urunsichtbare ist der Raum. Das primordial Unsichtbare, das archetypisch Unsichtbare ist der Raum. Der Raum ist unsichtbar. Er ist ungreifbar. So unsichtbar und ungreifbar, dass viele kluge Köpfe oder mehr oder weniger kluge Köpfe, auch idealistische Philosophen, siehe Immanuel Kant und andere, meinen, es gibt den Raum überhaupt gar nicht. Ist ja auch so eine intellektuelle Posse, sage ich mal, zu sagen, den Raum gibt es überhaupt nicht. Das Ich gibt es auch nicht. Da redet ein Ich, was sich im Raum befindet. Aber okay, es gibt das Ich nicht, es gibt den Raum, die Zeit gibt es auch nicht. All diese Phantasmen, die überhaupt, denen jeder Boden fehlt. Auch die Zeit ist das Unsichtbare per se. Sie zeitigt Veränderungen, die in der Erscheinungswelt ablesbar sind, aber sie selber, als sie selber, die ja auch mit dem Tod zu tun hat, mit Geburt und Tod, ist unsichtbar. Ihre geheimen Rhythmen sind in diesem üblichen Sinne erstmal unsichtbar. Also der Raum ist das Unsichtbare. Sind die Felder im Raum oder sind die Felder der Raum selbst? Auch da sind wir im Unsichtbaren. Wir sitzen hier in einem Raum, machen diese Videoaufnahme, aber den Raum selber sehen wir nicht. Wir sehen die Dinge im Raum, wir sehen uns gegenseitig im Raum. Wir sehen die Apparate, wir sehen die Dinge, alles Mögliche. Aber der Raum selber ist nicht sichtbar. Aber es gibt ein eigenartiges Gefühl für den Raum. An einem, sagen wir mal, eher abgeschwächten Sinne kennt das jeder Architekt, das Raumgefühl, oder auch jeder, der einen Musiksaal mit einwandfreier Akustik baut, muss das haben. Das Gefühl für den Klang in dem Raum ist ja auch eine Art Raumgefühl, auch nicht sichtbar. Aber der Raum selber ist ein unfassbares Mysterium, wie wir ja auch schon gesagt haben, Weltraum ist Weltseele, sagt Helmut Krause. Der Raum ist eigentlich selber Seele. Er ist die Weltseele in seiner Unendlichkeit. Wir sind im unendlichen Raum und der erschreckt uns nicht, jedenfalls mich erschreckt er nicht. Ich glaube auch viele Menschen erschreckt er, oder könnte er, dürfte er eigentlich nicht erschrecken, weil dieser unendliche Raum uns auch trägt. Er hält uns. Das Unendliche zerdrückt uns nicht, zerquetscht uns nicht,
sondern das Unendliche gibt uns Würde und hält uns auch. Wir sind gehalten im unendlichen Raum, im Weltseeleraum, der eben als solcher auch bewusstseinserfüllt und belebt ist. Und da sind wir auch im Bereich der Naturwissenschaften bis zu einer gewissen Grenze. Das ist ja auch Frage des Bewusstseins. Und dann haben wir das Feld, die Verstrahlung, ist ja auch unsichtbar. Verstrahlung überhaupt ist unsichtbar. Und sie umgibt uns ständig. Und insofern kann die Naturwissenschaft ohne das Unsichtbare gar nicht auskommen. Sie agiert eigentlich im Unsichtbaren. Und die Kräfte sind es ja auch. Schon also es ist ja verloren gegangen, die Vorstellung, dass die Kraft auch eine sozusagen übersinnliche oder metaphysische Entität ist, wie sie noch bei Newton war. Newtons Force oder Forces waren für ihn, der ein tief spiritueller Mensch war, mehr oder weniger gleichbedeutend mit Spirits. Das ist die träge Materie, die an sich nicht belebte Materie, also die Weltseele hielt Newton für falsch. Aber er glaubte, die Kräfte sind sozusagen göttliche Wirkfaktoren, die dann einwirken und eingreifen. Forces, Kräfte, die auch etwas vorantreiben. Und das haben die Physiker ja auf eine, auf eine unglaubliche Weise einfach eliminiert. Durch den Trägheitsgedanken, diese gerade nicht gleich von Bewegung, die immer voran, was sich unendlich weiter bewegt, ohne dass da eine Antriebskraft sein muss. Aber alles, was wir aus der Erfahrung wissen, Bewegung, bedarf einer Ursache, bedarf einer lebendigen Ursache, einer Wirkursache und ist in diesem Sinne selbstverständlich, auch wenn man diesen Begriff nehmen möchte, eine metaphysische Entität. Und da ist man auch in der Physik in diesem Bereich. Ich finde, dass man die Physik gar nicht ohne Metaphysik denken kann. Man muss jetzt nicht unbedingt Anderswelt und Metaphysik schlechthin gleichsetzen. Aber es gibt da eine Verbindung. Und die spielt auch in dieses Thema stark hinein. Also ich glaube, dass eine Physik ohne Metaphysik überhaupt nicht möglich ist. Das ist gar nicht denkbar. Und ich kann ja, muss jetzt nicht auf die unsägliche Diskussion eingehen über die unsichtbare Energie und die unsichtbare Materie und all diese Dinge, die letztendlich doch nur dahin führen, dass man sagt, dass die Gravitation ganz neu gedacht werden muss, was ich ja auch tue und auch mehrfach auch hier schon vorgestellt habe. Das ist ja auch so, da ist das Unsichtbare sozusagen, wird postuliert und sozusagen erfunden. Eine Fiktion wird reingesetzt in das Unsichtbare, damit man erklären kann, dass die Galaxien sich falsch bewegen nach den eigentlichen Gravitationsgesetzen, wie sie von Newton aus abgeleitet werden. Also die Naturwissenschaft spielt da auch hinein. Aber kann die Naturwissenschaft Anderswelt erfassen? Nein, das kann sie nicht. Alle Versuche, die es gibt, berühmtes Beispiel ist Burkhard Heim mit seinen 12 Dimensionen und so, sind für meine Begriffe vollkommen abwegig und absurd. Auch die Quantentheorie hilft uns überhaupt nicht weiter. Es gibt ja eine riesige Literatur darüber, dass man mit der Quantentheorie esoterische und spirituelle und Andersweltphänomene erklären könnte, schon seit den 50er Jahren. Das halte ich alles für völlig abwegig. Und das ist gar nicht möglich. Die Quantentheorie ist da ganz unzulänglich. Damit kann man es nicht machen, obwohl die Bücher sind voll davon. Immer wieder neu wird es dargestellt, als ob es wie zum ersten Mal. Ja. Und wie zum allerersten Mal, ich gucke immer mal wieder in Bücher rein und stelle fest, irgendwann dachte ich, okay, das ist über die geistige Welt. Na klar, gibt es jetzt die Quantentheorie, ist ja klar. Gucke ich mal schnell nach im Inhalt. Natürlich kommt die Quantentheorie vor. Sie hätte bewiesen, dass die alte mechanistische Vorstellung überwunden sei. Und hier können wir auch spirituelle Phänomene erklären. Überhaupt nicht. Das haben schon in den 50er Jahren Pascal Jordan und andere haben das schon versucht und sind daran kläglich gescheitert. Also das halte ich für ganz abwegig. Allen Kollegen, die das machen,
Ich will jetzt nicht hier in eine unsinnige Polemik verfallen, aber das glaube ich einfach nicht. Mich hat nichts überzeugt. Auch die Nahtoderfahrungen sind natürlich mit der Quantentheorie versucht, hat man natürlich versucht, damit zu erklären. Ich finde, da erklärt man gar nichts. Überhaupt nichts. Schon gar nicht erklärt man auch mit der Neurophysiologie die Innenperspektive. Ist immer außen. Naturwissenschaft ist immer außen. In der Naturwissenschaft ist letztendlich eine Außenperspektive. Da ist das Ding, hier ist der Beobachter, eine Außenperspektive. Hier geht es um eine Innenperspektive. Der moderne Mensch agiert in der Außenwelt. Man hat ihm alles kaputt gemacht. Er darf nur noch Außenweltwesen sein. Ja, was bleibt ihm dann? Ihm bleiben nur dann seine Phantasmen. Ja, oder seine panische Angst vor dem Sterben, vor dem Tod, weil die Außenwelt ihn dann zermalmt. Die Außenwelt zermalmt ihn und dann ist er weg. Oder er figuriert dann irgendwelche schönen Vorstellungen, wie auch immer. Auf jeden Fall ruiniert es seine Menschenwürde. Deswegen sage ich es gerne nochmal, ohne die Vorstellung einer Anderswelt, im tiefsten Sinne, ist Menschenwürde gar nicht möglich. Wenn man das den Menschen wegnimmt, ruiniert man den Menschen eigentlich. Da muss man gar nicht groß über Menschenwürde reden. Das ist einfach unsäglich, traurig, öde auch, wenn man die physisch-sinnliche Welt pur als sie selbst so nimmt, wie sie ist. Was soll das sein? Das kann gar nicht sein. Ist auch nichts. Hat die Menschen auch ruiniert. Ja, dann würde ich eigentlich gerne zum Abschluss und zu einer kleinen Zusammenfassung noch mal kommen, Jochen. Vielen Dank. Du hast es jetzt negativ formuliert, ja. Ich würde gerne zum Abschluss fragen, welche Gedanken können uns also im Alltag philosophisch-meditativ helfen, das Unsichtbare und das Sichtbare für uns in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen? Ja, der Mensch, der ansprechbar ist, sag ich mal, der offenen Ohrs ist, dem würde ich sagen, du sollst wissen, dass du vom Unsichtbaren nicht nur umschlossen bist, durchdrungen bist und im Unsichtbaren wurzelst, sondern dass dieses Unsichtbare auch als Welt, Seele, Raum letztendlich dein Quellgrund ist. Das ist der Urgrund deiner selbst. Und das gibt dir auch eine Verankerung und eine Würde, ohne dass du jetzt ganz genau sagen würdest und müsstest, wie das aussieht, in Anführungszeichen. Das heißt, ich versuche dem Menschen seine, ich sag das mal ein bisschen pathetisch, seine metaphysische Würde zurückzugeben, jenseits der üblichen Religionen und jenseits der herkömmlichen spirituellen Vorstellungen, wie sie in allen Szenen verbreitet werden. Sich selbst ernst nehmen als ein metaphysisches Wesen. Sich selbst ernst nehmen als ein großes und wichtiges und würdiges Wesen auch. Sich nicht klein machen lassen. Im Weltseeleraum, du bist dann auch wirklich gemeint. Du bist nicht verloren. Der moderne Mensch, dem wird auch eingeredet. Pass mal auf, mein Lieber. Du hier auf dieser Erde, auf diesem Staubkorn-Erde, bist überhaupt gar nichts. Du bist völlig unbedeutend. Natürlich, die Kosmologen, die so reden, nehmen sich aus, weil sie selbst sind natürlich wichtig mit all ihren Ideen und Gedanken. Als Kosmologen sind sie natürlich die Speerspitze des Geistes. Und dass es sie gibt, ist natürlich kolossal wichtig, sonst können sie solche Sätze gar nicht sagen. Das ist ja klar. Sie klopfen ohnehin dem Weltgeist auf die Schulter, sind mit ihm auf du und du. Das ist klar. So. Aber du bist also, die reden dir ja ein, du bist überhaupt nicht gemeint. In diesen riesigen Galaxien, Clustern, die wissen überhaupt nichts von dir. Die Sonne weiß nichts von dir. Ja, die Erde weiß eigentlich auch gar nichts von dir. Du bist halt heraufgewirbelt, da musst du irgendwie mit klarkommen. Da können wir dir auch nicht bei helfen. Guck doch, gib doch Religionen, mach die doch, nimm doch Zuflucht in diesen Religionen. Das sind religiöse Fragen. Damit müssen wir uns nicht beschäftigen. Lies Thomas von Aquin und mach sonst was. Das ist okay. Aber
erheb keine Ansprüche, indem du gar uns hier in irgendeiner Form das in Zweifel ziehst. Das tue ich aber. Und insofern will ich den Menschen wirklich die Würde zurückgeben. Ich würde sagen, das Unsichtbare ist sozusagen eine Chance. Das Unsichtbare ist da. Du musst das Unsichtbare nicht mit deinen Gespenstern füllen. Du musst auch nicht mit Cyberspace-Gespenstern füllen. Du musst dir auch nicht einreden lassen, dass Computer, Cyberwelten in irgendeiner Form dir Aufschluss geben über die Anderswelt. Im Gegenteil, diese Cyberspace-Welten, die halten dich ab davon. Die fingieren eine Welt, die gar nicht existiert. Das ist ein technisches Fabrikat, noch dazu völlig öde und trostlos. Und auch die Fantasy, so interessant sie ist, da muss man auch vorsichtig sein, die Fantasy ist hochinteressant. Es gibt wunderbare Fantasy-Filme und Bücher auch, ganz klar. Aber auch da sollte man nicht hängen bleiben. Die Fantasy ist nicht die Antwort und die Lösung. Da sind auch nur Hilfsmittel. Da sind wir auch wieder bei der Dichtung. Was bedeutet diese Dichtung? Da kann man, sollte man sich nicht drin verlieren. Sollte man immer wissen, wo man sieht, dass man da, es ist nicht buchstäblich so, sondern es sind auch Bilder. Und diese Bilder haben ja auch eine eigene Kraft und sie glühen auch von innen. Und wunderbar, sie helfen einem Menschen ja auch. Ich will den Menschen sagen, das Unsichtbare, sag ich mal, das glüht auch. Und zwar in einem guten Sinne, das glüht auch. Da ist wirklich was zu holen, in Anführungszeichen. Du bist auch geholfen. Du musst da auch in dem Sinne keine Angst haben. Natürlich ist es auch schwierig, wenn du dir es zutraust. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt auch Dinge, die man tun kann. Es gibt Bücher, die man lesen kann. Man kann da etwas machen. Man kann da weiterkommen. Man muss nicht verzagen, aber ich appelliere immer an den Einzelnen, du selbst bist in deiner Würde gefragt, du selbst bist als Potenzial auch der kosmische Anthropos. Das ist deine Würde, die solltest du nicht aufgeben und du solltest dir auch von niemandem einreden lassen, dass du ganz winzig bist, dass du gar nichts bist. Das solltest du dir von niemandem einreden lassen. Du kannst in deiner Würde bestehen. Du kannst dich sozusagen in deiner Würde auch emporrecken als ein gemeinter Mensch, der auch im Unsichtbaren, in diesem Sinne auch im Weltseelenraum, im Göttlichen gehalten ist. Das ist eine Annahme, die man als solche ohne religiöse Verengung und Fixierung an Dogmen oder so aufstellen kann, also die tatsächlich auch substanziell ist. Das würde ich immer wieder sagen. Das Sichtbare ist gebunden an das Unsichtbare. Und die sichtbare Welt würde kollabieren, wenn man das Unsichtbare hinwegnähme. Das Unsichtbare, das flutet an, durch das Sichtbare. Es flutet ständig an die Grenzwelle des Sichtbaren. Es durchströmt das Sichtbare. Es bringt es zum Leuchten. Und das ahnt man auch in wachen Momenten, dass es immer anwesend ist. Auch hier in diesem Raum und wo auch immer kann man das wahrnehmen. Und es gibt viele Möglichkeiten, sich dem zu öffnen. Und das hat auch zu tun mit, das ist auch dann, sag ich mal, ganz flapsig auch, das ist auch interessant. Das ist auch sehr interessant. Und da kann man nur jeden auffordern, sich da auf den Weg zu begeben und sich damit zu befassen. Man sollte sich auf keinen Fall, um das abschließend zu sagen, von Autoritäten dieses Raum lassen. Diesen Autoritäten einfach folgen. Sondern immer auch sich fragen, ist das kompatibel mit dem, was ich in mir und mit mir erlebe? Und wenn es das nicht ist, dann lass es. Weil es hat ja auch Buddha immer wieder gesagt, wenn du das mit dir, wenn es mit deinen Erfahrungen kompatibel ist, ja, wenn nicht, dann eben nicht. Gibt es die Vergänglichkeit nicht? Gibt es nicht das Leiden und den Tod? Wenn du meinst, es gäbe es nicht, musst du dich gar nicht weiter mit beschäftigen.
dann kannst du es sein lassen. Aber auf jeden Fall, diesen Punkt würde ich einfach favorisieren. Man, da ist man am elementaren Thema, was einen ein Leben lang beschäftigen kann. Als Philosoph und als spiritueller Mensch. Bei mir ist es jedenfalls so. Beschäftigt mich und wird mich auch weiterhin beschäftigen. Vielen Dank für das Gespräch, Jochen.